Okay, heute das Thema defensives Verhalten, aktiver Stock. Und man gelernt, Larry Horace hat gesagt, die wichtigste Waffe, um den Gegner zu trennen, ist logischerweise der Stock. Und er hat recht. Und ich glaube, das ist etwas, wo wir bei dir sehr gut sehen. Der Nico ist, vielleicht weiss er das gar nicht, aber er hat einen unglaublich schneller und guter Stock, einen aktiven Stock. Und wir zeigen eine Übung. Fangen wir an. Ja. Also die Situation ist so, wenn du als Stürmer backcheckst und einem nachläufst und er fährt, dann kommst du ins Drittel, also zuerst mal schaust, was passiert hier alles, wo ist der Weitflügel. Und nachher musst du, sobald du eigentlich da bist, musst du mit dem Stock arbeiten. Du musst ihm das Leben schwer machen. Er muss irgendwie eine Entscheidung treffen, aber du darfst ihm nicht leicht machen. Wenn du nur hier bist, dann weiss er, okay, er kann sich da spielen. Wenn du den Stock aktiv hast, dann ist er sich unsicher und macht vielleicht einen Fehler. Du musst probieren, so viel wie möglich mit dem Stock zu bewegen, dass er unsicher ist. Aber gleich Priorität mit. Das ist aber jetzt eigentlich so, wie man es genau nicht sollte machen. Ich bin zurückgekommen, er hat bremst. Ich habe keinen aktiven Stock gehabt. Ich habe den Stock hier, da. Ich gebe ihm die Mitte frei. Er passt diagonal rüber und das sind die gefährlichen Goalchancen, die der Gegner bekommt. Also wichtig, eben, wie ich vorher gesagt habe, zuerst die Mitte wegnehmen und nachher ihm das Leben schwer machen, mit euch ein bisschen bewegen und einfach den Stock aktiv bewegen. Auch wieder im Hockeysport ist viel, quasi der andere in eine Situation hineinzulenken. Machst du so, aber bist eigentlich bereit, zum zurückkommen, dass wir die Scheibe wieder gewinnen können. Ja. Das ist ein aktiver Stock. Da ist eine Körperspannung. Gell? Du stehst nicht einfach so da, bist bereit. Ja. Lieber, du gibst den Pass zum Verteidiger, der den Pass in einen Slot. Weil der Slot ist einfach immer viel gefährlicher.